Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, machen wir 100 Rubin und Saphir Booster. Und jetzt denkt ihr euch, hä, Rubin und Saphir, ist das nicht übelst teuer? Wir begeben uns ja jetzt zurück in das Jahr 2003, 2004, damals als Rubin und Saphir die dritte Generation rausgekommen ist, tatsächlich. Und ja, das sind spanische Booster mit 5 Karten, die ihr auch noch bei unserem Shop finden könnt. Das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, die sind aktuell noch relativ günstig erhältlich, weil es sie nicht in Displays, sondern in Cases gab, wie ihr hier sehen könnt. Das ist dann quasi wirklich so ein Case, wo dann draufsteht hier Ruby and Sapphire Booster, lose. Carta de juego. Genau. Und die kann man noch relativ gut bekommen tatsächlich. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, die Artworks sind geil. Wir haben da schon einige schöne Karten gezogen. Und es gibt tatsächlich so 3, 4 Karten, die sogar was wert sind. Also viel wert sind. Nicht nur etwas, sondern wir haben das Mewtwo. Ja. Sichlor. Was ist das Sichlor wert? Ich habe auf Cardmarket gesehen, 30 Euro. 30 Euro ist viel für eine Karte. Das ist definitiv gar nicht so bad. Lapras. Lapras, auch sehr eine geile Karte. Und das Electek geht sogar was. Nice. Wie gesagt, X-Karten waren damals so the way to go und es ist einfach cool. Natürlich, die Karten sind nicht so viel wert, wie wenn du jetzt deutsche Packs siehst. Aber deutsche, englische Packs kosten 200 Euro und eben nicht 15 wie die hier jetzt bei uns. Also deswegen haben wir gesagt... Und du hast zwar nur 5 Karten, aber wenn du 2 Packs kaufst, bist du bei 10 und bist immer noch günstiger als ein deutsches Booster. Und ich, wie gesagt, einfach nur um die Artworks nochmal zu erleben, um einfach die Karten mal wieder in der Hand zu haben, weil das ist wirklich so, das ist halt Kindheit. Ja. Und dafür ist es halt echt eine sehr, sehr geile Möglichkeit, finde ich einfach, das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, einfach mal nochmal zu machen. Und ich würde sagen, sind very pretty. Die Pack Artworks habt ihr schon gesehen. Wir gehen einfach mal wirklich rein und gucken uns das hier einfach mal an und ich bin mal gespannt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr mit dem TCG angefangen habt. Weil ich Trillo auch Pack bei uns kaufe, mache ich so auf. Ich will auf den Guck mal, das Ray ist super. Ja, scheiße. Ja, nice. Ich würde mal sagen, wir machen das so ein bisschen, mehr oder weniger, nicht richtig Slow Roll, aber wir gucken uns die Karten alle mal so ein bisschen an, weil das sind halt wirklich geile Artworks. Ist ja, ne? Pro Pack eh nicht so viel. Genau, ist ja quasi ein halbes, ein 50er Opening so gesehen. Aber we sing hier, oh, das ist unsere Rare. Wir haben ja dann natürlich auch keine Holo oder sowas in dem Pack garantiert. Oha, wir müssen auch dann übrigens... Reverse Rare, nice. Die Reverses waren damals die ersten... Das waren die mit die ersten Reverses, die es gab. Die sahen damals noch so aus. Man hat halt, wie gesagt, im Spanischen keine Holos garantiert, keine EX, keine Rare. Dadurch, dass eben die 5 Karten-Packs sind. Man kennt das Ganze, ja. Ah ja, bin mal gespannt. Ich hoffe, dass wir hier einiges Schönes rausziehen. Vielleicht ein paar X-Karten, weil ich weiß gar nicht, wie die Pullback damals war. Ziemlich schlecht, ziemlich mies, aber gab's davon auch spanische Displays? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die gab es tatsächlich nur so lose. Seeking und ein Silcoon. Leute, guckt euch mal diese Artworks an hier. Das ist zum Beispiel eine Karte, die jetzt als Reprint XXL-Karte kommt, ne? True. Und hier haben wir sie original gezogen. Ich liebe dies, ich weiß nicht, ich finde es cool. Und? Eine Metallenergie. Die riechen auch definitiv anders als die. heutigen Karten sind aber auch schon 20 Jahre alt, man kennt das ja. Ne? No holy. Also die Diamant- und Perl-Sachen, die riechen ein bisschen besser. Dann haben wir noch portugiesische Sachen da. Ich glaube, davon machen wir auch mal noch ein Display auf, beziehungsweise ich wollte auf jeden Fall für. Riecht Sascha an Karten. Ich glaube, wir haben eine Reverse. Und es ist. Oh! Sehen wir gleich dann gleich noch. Gleich kriegen wir die. Flamly? Printline wollte ich sagen. Print Evolution Line. Oh, wow, Combustion. Oh, Double. Ja, nice. Double Trouble. Double Trouble hier am Start. Mal Zeit für die erste Holo, würde ich mal behaupten, oder? Definitiv, ich hoffe, dass wir eine ziehen. Das ist auch geil. Oha, einfach nur ein Starter hier. Ein Starter finde ich gefühlig. Ich meine, auch wenn es die spanischen Karten sind, die Artworks sind natürlich dasselbe, die Kartennamen, also die Pokémon haben keine spanischen Übersetzungen bekommen, deswegen sind es die englischen auch. Ich muss sagen, wenn du nicht wirklich auf die Attacken drauf guckst, dann fällt sie eigentlich gar nicht so richtig auf, ob es jetzt spanisch oder... Der polnische Anime ist auch so, es ist alles übersetzt. Bis auf die Pokémon und die haben keine eigene Übersetzung. Blaziken? Oha, Alter, die Starter sind echt am Start. Polnisch gab es ja auch. Es gab, glaube ich, 1 oder 2 Sets auf Polnisch, ne? Es war auch Diamant und Perl, geheimnisvolle Schätze gab es auch. Das ist dann aber auch irgendwann dann abgesackt und war dann keinen mehr interessiert, scheinbar. Spanisch gibt es ja tatsächlich heutzutage noch. Wobei ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß. Oh! Die erste Holo. Oha! Das war Voltenso. Ich meine, ist das noch eine Rare sogar? Gibt es sogar eine Rare? Tatsächlich. Leute, guckt euch mal diese, guckt euch einfach diese Artworks an. Ne? Also ich meine, alleine dafür ist es der Spaß echt einfach schon mal wert.
Und ich meine, aktuell muss man einfach ein bisschen kreativ sein, dass man überhaupt irgendwie irgendwas hat, ne? Aber dafür muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich der Zeit ein bisschen dankbar. Oder finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt sowas mal nochmal machen. Der Catty hier. Oder Kaguron, wie man es heutzutage mittlerweile kennt, wurde ja umbenannt. Oha, holy shit, Alter. Ich meine, guck dir einfach diese Artworks an. Die sind so schön. Das Galaxy Foil damals noch haben wir da. Ist dann Swirl dabei? Ich glaube nicht. Nee, hier war keiner. Ist auch keiner. Oh, dieses Galaxy Foil ist so schön. Und ich habe sogar noch eine Reverse-Karte. Hat die Kavanha. Ich glaube tatsächlich nicht. Nein. Okay. Geil. Wie gesagt, wir wollen die Karten wahrscheinlich spaßeshalber irgendwie zu GSG oder so graden lassen. Einfach damit die. Einfach damit es cool aussieht. Wir können euch ja. Ich hoffe mal, dass wir noch X-Karten ziehen. Wäre ein bisschen schade, wenn wir keine ziehen würden. Aber ansonsten zeigen wir euch, was wir hier schon mal so rausgezogen haben, just for fun. Denk mal, die werden wir auch graden, einfach so. Makuhita, ey, holy shit, nice. Die würden sich aber auch in so einem Case cool machen. In so einem gegradeten Case? Mhm. Ja, why not? Why not? Vielleicht wären das ja sogar 10er. Also die sehen tatsächlich gar nicht so bad aus. Bisschen Offcut. Na, kleines Whitening, aber ansonsten. Das da hinten war, glaube ich, nur so ein Dings. Staubkorn. So, weiter geht's mit einem Torchic, Ralts, Shroomish. Oh, X-Reverse-Karte, nice. Puchiana, sehr nice. Und wir gucken mal, was ich jetzt hier habe. Das wunderschöne Trasler, Kavana. Interruptor. Und ein Mightyena. Wir müssen eigentlich auch mal gucken, ob wir dann irgendwie so das Common-Set voll kriegen. Wir haben ja 109 Karten hier in dem Set. Gibt es hier Secret Rares? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht. Oh, so nice, ein Starter. Nee, ich muss auch zur Seite, ne? Vielleicht Gewaltrohr haben wir eh gezogen. Vielleicht ziehen wir das andere ja auch noch. Aber die Legendaries waren hier noch nicht in dem Set, ne? Ich glaube, die waren dann in einem anderen. Set. Legendaries, ja, Groudon und Kyogre. Nee, die waren vielleicht gönnen wir uns dazu ja mal irgendwas zu einem Box-Break. So, Bloom und ein Weimar. Auch ein sehr schönes Artwork, wie es hier über das Boot quasi. Wie soll man sagen? Guck mal, sieht voll happy aus. Dabei sieht es aus, als würden die gerade so ein bisschen. Als würde das Boot untergehen. Ja, als würde das Boot untergehen. So. Oh, auch so schön. Dieser Zeichenstil ist auch nice, ne? Potion. Damals gab es doch schon Stalos, oder? Wie Stalos? Stalos? Ja, Stalos ist die zweite Gen. Ich wundere mich, dass es dann ein Laron-Pack-Artwork gibt, obwohl es Stalos eigentlich gibt. Ah, du meinst Stolos? Ja, Stolos, Entschuldigung, nicht Stalos, nicht Stolos. Never mind. Mudkip. Hast du Regen eigentlich damals gespielt? Die? Ja. Auch die Remake fand ich geil. No. Habe ich die? Doch, die habe ich. Alpha Saphir und Omega Rubin. Das waren geile Spiele. Auch die originalen Spiele. Das waren womit die besten Spiele. Die besten Remakes vor allem, finde ich. Interruption de Energia. Ah ja. Erinnert mich so ein bisschen an unsere Computersuche. So, schauen wir mal. Ich habe damals auch tatsächlich Rubin gespielt. War auch eines der geilsten Spiele damals, muss man einfach so sagen. Da ist es sicher. Nice. Money. Sehr nice. Sichlor EX. Und das waren, wie gesagt, damals die Ultra-Rare-Karten. EX-Karten, nicht so wie wir sie noch kennen aus Evolution oder sowas. Sondern halt eben hier im Oldschool-Style quasi. Kompletter Galaxy-Foil, Silberrand einfach. Unfassbar schön. Also, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so mit meine Lieblings... Oh, noch eine Energie. Nice. Die sind selten. Und das Geile ist... Hier kannst du nicht mehr entscheiden, ob die aus dem, unterscheiden, ob die aus dem spanischen Pack kommen oder aus dem englischen, weil hier auch Energy steht. Geil. Nice. Oh, ich liebe die X-Karten, ne? Vor allem, die Karten waren damals noch nicht so... Die Pull-Rate für die Ultra-Rares damals war nicht so hoch wie heutzutage eine GX oder eine V-Karte. Die ziehst du ja gefühlt in jedem dritten Booster. Die hier, ihr seht's ja, wir müssen ein paar Packs aufmachen, um eine zu ziehen. Boah, unfassbar schön. Nice. Wäre geil, wenn wir nur Money-Karten ziehen würden. Mewtwo wäre halt noch mega geil. Ja. Ne? Mewtwo wäre mega. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr Bock habt auf mehr Rubin und Saphir Openings. Und Pokenaf. Wir können ja mal ein Display-Opening machen. 36. So, ein Funfin.
Nice. Auch wieder ein Starter hier, Reptane. Finde ich ja immer noch cooler als Gewaldro, muss ich ganz ehrlich sagen. Why? Weiß ich nicht, es ist einfach cooler. Was mich an dem Pokémon, glaube ich, so am meisten stört oder am uncoolsten finde, sind diese gelben Kugeln. Ich weiß nicht, irgendwie macht das Pokémon irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, ich finde das einfach cooler. Wäre es nicht stärker, hätte ich es wahrscheinlich nicht entwickelt. Also. Gute Gewaldro. So, zieh auch mal eine X-Dennis. Gönn mal jetzt. Pack. Makuhita. Schapino. Und Weimar. Die Dinger nerven bei Dings. Schild und Schwert extrem. Die jagen einen und lassen. Super nervig. Kofing. Ein Zeptile. Da haben wir auch jetzt unsere Starter quasi komplett in Normhold. Und oh, so eine schöne Skiddy. Ich hoffe, Paul macht ja auch schöne Gen 3 Musik rein, dass ihr so richtig diese Flashback-Vibes habt. Oh! Skiddy Reverse. Und Professor Abidul. Das ist schon witzig, zu sehen, wie der in anderen Regionen quasi heißt. Electrike, ein Trico, auch sehr cool. Oh, nochmal. Und ein Marshtorm. So, die Leute werden safe unter dem Video wieder fragen, wann kommen die Einzelkarten in den Shop? Gar nicht, Leute, gar nicht. Gibt's auch nicht auf Nachfrage. Die sind tatsächlich, also die Packs sind tatsächlich einfach just for fun. Wie gesagt, die Booster könnt ihr halt im Shop kaufen, weil wir uns davon dann noch ein paar mehr gekauft haben, weil die wieder Bock drauf hattet. Auch hier ein wunderschönes Rolls Artwork. Trico, ein Pelipper, ist auch eine Rare. Und ein Lairon. Ich glaube, den Bulk, den werde ich mal sortieren, just for fun. Vielleicht mache ich das auf Twitch. So in den Ordner rein und mal gucken, ob wir das Set irgendwie voll kriegen. Das würde mich mal interessieren. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gerne Twitch ab, Leute. So. Nix. Will nicht so. Will nicht so, ne? Es ist fast schon ein bisschen schwierig, die zu ziehen, ne? Wir hatten in einem Freitagsstream tatsächlich mal eine gezogen. Das war das Nocturne. Ah, Nocturne war aber auch schön. Oh ja, Makuhita. Sehr schön, eine Reverse-Karte. Und ein Pokéball, haben wir auch noch nicht gesehen. Auch ein schönes Artwork von der Trainerkarte. Goldini. Auch Goldini, Goldini. Torchic. Und Rope. Right. Oh. Torchic Reverse, nice. Haben wir jetzt die Line? Ja, wir haben die Line. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir die Evo-Line voll. Nice. Geilo. Sehr schön. So, rein da. Mudkip. Ein Trico. Pucciana. Ein Wurmpel. Oha, das bedeutet, da ist auch Dings drin. Kapinella. Müsste eigentlich, ja. Oh, nochmal das Kaguron. Das nice. Gute, man kennt es. Nice, nice. Oh, da ist noch eine Money-Karte. So schön. Nice. So schön. Und Donphan Reverse. Nice. Ah, noch eine Reverse Rare. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Karten, die gönnen auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir noch zwei ziehen. Was oder so. Zustand? Ja, nice. Ich hätte niemals gedacht, dass wir jemals EX-Booster oder sowas in einem Video aufmachen. Vor allem random, einfach nur so. Oh, aber einfach, weil wir Bock drauf haben. Es macht halt wirklich Bock, einfach die Pack-Artworks oder die Karten nochmal zu sehen. Wie gesagt, Leute. Leute, wenn ihr Toploader wollt, kauft Einzelkarten. Weil ja auch viele Leute fragen, es gibt aktuell keine auf dem Markt, beziehungsweise ihr kennt das ganze Thema, ja. So, Blaziken. Deswegen kommen die vor März nicht nochmal in den Shop wahrscheinlich, Pokémon. Ja, nice. Aber bis jetzt ein bisschen, ein, zwei Hits mehr, werden auf jeden Fall meist. Aber wir haben ja noch einige Booster hier. Yes, yes. Mal wieder ein schönes XXL Open. Ich glaube, das hier kommt. Mal gucken, dass wir das vielleicht irgendwie so Sonntag bringt. So Sonntagmorgen, dann könnt ihr euch was reinziehen. So Pucciana. Schön. Und. Oh, Rolls in Reverse. Die Holo Gardevoir-Karte ist auch schön. Jetzt oh ja. Hier leider keine Holo. Oh, das ist auch ein geiles Artwork. Holy fuck, ey. Was? Geil. Macht Bock, ne? Ich will auch einen Ordner voll mit den Karten. Einmal Master Set. Einmal das Master Set. Das machen wir dann voll und das verkaufen wir dann. Oh, da haben wir es. Nice, sehr geil. Hitmonchan EX. Sehr schön. Oha. Machen wir mal kurz weiter. Leider nichts. No, und die. Baya Aranya.
Aber du kannst es eher gut rollen. Aran, ja. Guckt euch das mal an, ey. So schöne Karten. Also, weil es muss Aranja heißen. Das J gibt's ja so. Geil. Wobei, ich habe irgendwie so das Gefühl. Oh, Trico auch im Reverse. Nice. Das lief mal. Ja. Zustand gucken. Lady Outing, auch schön. Ey, davon stell dir mal vor, davon damals hätte es Full Art Karten gegeben, ey. Lady Outing, die wäre am Start gewesen. Nice, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also hat es ja früher irgendwie so pro Display so, wie soll man sagen, drei, das waren zwei, vier drin. Vier Stück? Vier Stück. Ich habe mir ein Feuerrotblattgrün Display angeguckt. Okay. Weil da sind die auch drin. Also wir ziehen eigentlich, sag ich mal, schon relativ gut. Ja. Voll, gefühlt ein bisschen überdurchschnittlich. Ich bin am Ende des Tages, wäre ich mit fünf Stück zufrieden. Fünf Stück? Fünf WX-Karten, ja. Okay, dann lass mal fünf Stück. Oh, what? Das Mewtwo, das ist die beste Karte in dem Set. Nice. Und die ist tatsächlich wirklich was wert, weil diese Karte gibt es in keiner Sprache mehr in einem richtig guten Zustand für irgendwie gutes Geld. Die gibt es in Deutsch nicht, die gibt es in Englisch nicht in Near Mint auf Card Market, zumindest das letzte Mal, wo ich geguckt habe. Und die Spanische, die war nice, halt auch hier. Abdul ist auch am Start. Oh mein Gott, holy shit. Alter, geil! Okay. Was liegen? Ja, Mann. Sehr nice. Also ich muss sagen, mit dem Mewtwo bin ich sehr zufrieden. Das ist geil. Die Karten sind leider ein bisschen curved teilweise, aber der Top-Loader richtet es. Der Top-Loader richtet es. Der macht es wieder platt. Also das oder ein gutes Buch, das ist auch sehr gut dafür. Ne? Ihr müsst nicht unbedingt lesen, um ein gutes Buch zu appreciaten. Karte rein, perfekt, es läuft. Wollte ich auch gerade sagen. Nice, sehr, sehr schön. Ey, holy shit. Also ich fühle das jetzt gerade richtig, muss ich sagen. Jetzt bin ich auf dem Hype, dass wir das ganze Set ziehen. Blaziken. Meinst du, in einem 100er Opening das ganze Set zu ziehen? Wie viele X-Karten gibt es denn eigentlich? 8 oder 9. Also ein paar gab es auf jeden Fall noch. Sneeble war, glaube ich, noch drin. Lapras, wie du gesagt hast. Mega schön. Es hat ein bisschen gebraucht am Anfang, dass die Hits kommen, aber jetzt sind sie da. Ich glaube aber auch, dass die Cases noch mal ein bisschen mehr Variety mit reinbringen, beziehungsweise ein bisschen mehr random sind. Ne? Glaube ich auch. Sekun, auch cute. Guck mal, wie es hier sitzt. Guck mal, das ist so Karen, wenn sie fragt, ob noch Monster im Lager ist, wenn es nicht mehr im Regal steht. Wenn noch Monster ist. Im Lager. Haben sie noch was? Und dann kommt der Verkäufer, so ein paar Kilo. Nein, wir haben nichts mehr. Ausverkauft. Kamerup. Geil. Aber tatsächlich gerade wenig Holos, muss ich sagen. Ne? Ja, die Holos sind auf jeden Fall gerade. Würde ich auch noch fühlen. Ja, Mann. Das ist ja geil. Wurmpel. Oh, da ist es. Das Gardevoir, wofür wir drüber geredet haben. Auch so schön, ey. Mit diesem. Das hat ein Swirl quasi im Artwork. Oh, hier ist. Warte mal. Ist das ein kleiner, oder? Ne, ist Andeutung. Aber hier ist so ein X. Das X markiert die Stelle. Ey, ich liebe dieses Galaxy Foil, ne? So schön. Und, Darkness Energy und ein Kirlia, auch schön. Ja, nice. Kommt noch ein Holo. Okay. Leider nicht. Es ist nur ein. Ja, nice. Sehr schön. Linone. Oh, so schön. So schön. Also, das sind wirklich einfach mal wieder Karten, die man einfach nur appreciated. Wir wollen ja auch einfach weg davon, die Karten nur auf den Preis zu reduzieren oder so. Und dafür ist das eigentlich so das Richtige. Du machst die Karten einfach auf. Er freut sich an den Artworks und sagt so: geile Karten. Nice. Feier ich, dass wir die gefunden haben. Das Stollers müssen wir unbedingt ziehen, ey. Haben wir es mal. Aron. Waltz. Und ein Vylord. Ist auch schon mit 120 KP dick dabei. Und ein Mighty Yenna. Das kann man sich ja auch, das ist ja auch noch interessant zu sehen, wie damals quasi so die Attacken, wie viele Attacken damals gekostet haben, quasi wie viel KP die Pokémon hatten. Oh, da ist es. Geil. Der Falter. Das habe ich tatsächlich in Deutsch, auch in Near Mint. Also, geil. Nice. Und das andere. Jetzt hast du es quasi nochmal in Spanisch. Hübsch. Ja, geil. Nochmal mehr kaufen, habe ich gehört. Mhm. alles, was wir kriegen. Ich hole mir jetzt mal von da. Stapel einfach. Ja. Wann war das jetzt eigentlich wirklich? 2024. Hier. Nice, nice, nice. Holy shit. So, damals ist alles noch so sehr, sehr classy war. Ne? Was gab's damals? Es gab so kleine Tin-Dosen quasi. Mit Sandsturm und Dragon Dart gab's damals. Themendecks
und Booster-Displays, das war's. Damals gab's einfach nicht mehr. Da gab's wirklich nur die Sets und fertig. Keine Sondercollections, nichts. Schade eigentlich. Eine Regenbogenenergie, nice. Hat die Printlines? Ist sie gut? Oh, da ist es! Geil! Jetzt kommt die Holo. Oh boy! Das ist auch so eine wunderschöne Holo. Oh, aber die, ja, hat Printline, die hat eine Printline. Oh, schade. Da am Check Horn. Mal. Hier, quer runter. Kann man das sehen? Ja. Ah ja, ich sehe es. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Aber mega schön. Das ist auch die erste Karte aus dem Set tatsächlich hier. Was? Ah ja, wegen weil die Nummer anfängt. Die Nummer Uno. Die waren früher noch nach Alphabet in den Sets sortiert. Nach Alphabet, ja, und der Rarity. Genau. Erst das kamen die Holos. Und dann die Rares, dann die Uncommons und dann die Commons. Tatsächlich. Das war, glaube ich, bis. Also Diamant und Perl war es damals auch noch so tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es danach noch so war. Also heutzutage ist es ja wirklich nach Typen sortiert. Früher war es tatsächlich nach Alphabet sortiert. Guck mal, hier noch richtige Fun Facts mit dem Video. Oh, Goldini, Goldini. Oh, nochmal mit Netflix Holo. Sehr schön. Mit. Und ein Aaron. Und los, Bess. Ich hab Interruptor. Ist wieder am Interrupten hier. Luciana. Oh, Starter. Geil. Die startet nie mal mit. Ja, nice. Läuft. Es wird. Mhm. Ja, also ich denke, eine X können wir definitiv noch ziehen. Ich würde sagen, wenn wir doppelt ziehen, dann Mewtwo. Ja, oder Sichlor. Würde ich auch fühlen. Oh, hier wieder Monster Karen. Donphan. Und die Lady Outing. Hallo. Tarchik. Luciana. Hallo, Lady. Interruptor. Und ein. Mal schauen. So. Norabin, so heißt das Deutsch. Schofing. Wingull. Ein Kavana. Oh, hier. Baya Aranya. Aranja. War nicht 3 Jahre lang in der Schule gehabt. Oh, Zoompax, nice. Auch schön. Oha. Geil. So schön. Guck mal, da ist ein riesiger Holo-Punkt drin. Auch geil. Hier, Mann. Hier nochmal ein Starter. Ja, cool. Schön. Einfach schöne Karten, Leute, muss man ganz ehrlich so sagen. Nice, nehme ich. Ja, wie gesagt, 3 Jahre lang Spanisch in der Schule gehabt. Nichts ist hängen geblieben gefühlt. Das ist ein bisschen traurig. So, oh, Labras! Labras. Nice. Out of nowhere! So gut! So gut! Oh, so schön! Guckt euch die Karten an, ey. Kann ich mich dran erinnern, die habe ich tatsächlich auch mal in Deutsch gezogen, in einem der wenigen Packs, die ich damals aufgemacht hatte. Holy shit! Oh. Weißt du, das war auch noch eine Zeit, da waren Hits wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes, weil du die wirklich selten gezogen hast, ne? Mhm, absolut. Das war halt nicht so. Oh, nochmal starten. Du hast so in jedem dritten Pack eine Karte. Ich meine, ich hab's ja gerade schon gesagt, aber das war wirklich Wahnsinn. Ey, wir ziehen mehr als ich gedacht habe tatsächlich. Wir ziehen richtig viel. Ja, nice. Super chick. Oh, Nuno. Und Lady Outing. So, ein Aaron Rolls. Nochmal das Numel. Oh, nochmal Kaguron. In Reverse. Sehr schön. Und ein Bummels. Nice. Reverse ziehen wir auch viel. Hätte ich auch nicht gedacht, ne? Ich hoffe mal jetzt noch auf 1, 2 GXs. Weil jetzt glaube ich, dass es noch drin ist. Halo. Donphan. Gut. Und wenn nicht, dann noch ein paar Holos. Das wäre auch nice. True. Aber irgendwas in die Richtung. Irgendwas in die Richtung. Nochmal ein Starter, sehr schön. Oh, ein Leo. Was auf dem Next spanische Buddybags habe ich gehört. Oh, was ist das denn? Printline? Nee, voll geschmiert. Direkt eliminieren, Alter. Weg mit Schmutz. So. Aber das ist die einzige Karte, die aus dem Fett fehlt. Wahrscheinlich, nee. Interruptor hatten wir schon gehabt. Wurden vorhin schon interrupted. Torchic, Busqueda de Energia oder so. Energiesuche. Ja. Buscando. Buscando suchen. Auch oh, komm. Kein Spaß. Katastrophe. Oh, nice. Noch eine Reverse. Stimmt, das Ding ist ja auch in Holo hier drin. Das Beta King. Einfach mal schönes Master Set hier versuchen zusammenzukriegen. Beta King.
Chico Goldie. Funky. Hier haben wir die Bayer. Die Bayers. Und Swallow ist auch eine Holo. Nice. Dann ist ein Funpy. Komm noch nichts. Interruptor, diese Kackkarte, Alter. Auch nochmal der Kitty, nice. Interruptor, tausch es doch, beste Karte, die es gibt. Beste Karte, die es gibt. So, wir haben ein New Mo. Taylor. Noch eine Reverse. Oh! Nice. Unox. Der nächste Falter, Dennis. Hast du dir auch einen Reverse? Ja, aber in einem richtig miesen Zustand. Guck mal, die ist ein guter Zustand. Dieser Packfish, du. Du oi oi. Willst du sie haben? Weiß ich, was muss ich zahlen? Weiß ich nicht. Kanimanha. Die ist teuer, dann. Weil die ist unmöglich zu ziehen, die Karte. Echt? Ja, die gibt's gar nicht. Und auch sehr schwer zu graden. Ja. Ja, die sind tatsächlich sehr schwer zu graden. Ja, glaube ich aber auch. Weil du siehst ja, guck mal hier, da sind so kleine Pünktchen, wo gefühlt so diese Holo-Foil, wo es einfach ab ist. Auch, gönn noch was. Die King. Oh, Gold King. Be the Gold King, be the Cash King, meine Lieben. Pokéball. Pokéball. Alter, wir haben ja nachher alles mögliche am Bulk, ne? Wir haben ja spanischen, portugiesischen, japanischen, englischen, deutschen Bulk hier. Läuft. Ach, macht Bock. Jochik, ein Puchiana. Makuhita, auch nice. Und ein Growl wieder. Nice, nice, nice. Aber jetzt nochmal ein Big Hitter von mir, ey. Das kann ja nicht sein. Puchiana. Reverse hast du auf jeden Fall. Big Trike, sehr schön. Nice. Auch cool. Ja, ja, wäre cool, wenn's nach diesem Muster noch mehr Spanisch Booster gäbe. Ich glaube tatsächlich, dass Rubin und Saphir das einzige ist. Oh, Wildlord hier. Stimmt, das war ja eine Holo. Oha, und die hat einen Swirl. Guck mal da. Leute. Gönnt euch den Swirl. Oh, nice. Gönnst du nochmal was? Nope. Nose Pass. Ja, wie gesagt, ich glaube, so, das war mehr oder weniger das einzige Set, was die Spanier da so bekommen haben. Was echt ein bisschen schade ist. Wir hatten ja mal ganz am Anfang auf dem Kanal, kannst du dich noch dran erinnern, wir haben mal Team Aqua und Magma aufgemacht. Das war ja aber Deutsche, oder? Ja, das waren Deutsche, tatsächlich. Damals, wo sie noch mehr oder weniger erschwinglich waren. Ich versuche euch das Video mal zu verlinken. Das waren noch Zeit. Gerade war Reverse Rare, nice. Sehr schön. Leicht off, aber geht. Geht. Electric, Trico, Kirlia, okay. Und ein Marshjump. Jetzt noch Holes direkt. Dann haben wir einmal die Evoline hintereinander in Reverse gezogen. Das wär's. Maup, Trico. Oh, nochmal hier Blaziken. Sehr nice. Electric. Makuhita, Mordkip. Oh, nochmal der Katzin nice. Holo. Sehr schön. Sehr cool. Schön. Ich glaube, wenn wir die wirklich zu GSG nachher schicken, der wird die Karten aufmachen und denken sich so: Hä? What is this? Was? Was haben die denn geraucht, dass sie das zum Graden einschicken? Aber ich sag mal so: So just for fun, why not? Guck mal hier die Armada an Blazikins. Potion. Kanivana. Oh! Sneasel. Oh, dieses Artwork. Ja, Mann. Und auch wieder pretty good. Oh, nochmal eine Holo. Nice. Ja. Die sehen schon aber relativ gut aus, ne? Nice. Holy shit. Schöne Karte. Boah, Sneasel. Geil. Das waren echt Zeiten, Leute. Also das ist wirklich heute der Throwback der Throwbacks. X-Karten am laufenden Band. Oh, so ein Display aus der Zeit würde ich mal fühlen, so mit Goldstars zu ziehen oder so. Das wäre schon echt... Holy shit. Da hätte ich mal Bock drauf. Mudkip. Oh, nochmal eine Reverse Rainbow Energy. Aber die sind halt gefühlt... Also gefühlt sind die ganzen X-Sets mit den Goldstars, die du ziehen willst, noch teurer als Base-Sets. Also da machst du lieber... Aber übel. Da machst du gefühlt eher Base-Set auf, als dass du nachher sowas aufmachst. Das ist schon crazy. Aber ja, Merkel wieder. Oh, Chanera. Wie geil ist das denn? Oha. Alter, ziehen wir hier wirklich alle? Wir haben jetzt... Wie viel haben wir gezogen? Jeder bisher einmal. Alter, nice.
Ja, geil. Also die Pull-Rate ist doch gar nicht mal so bad. Und nochmal, zweimal Cascoon. Ey, aber auch einfach wirklich schöne Karten. Ich muss mal die gucken. Ist super clean. Ich muss mal gucken, was hier die, was da wirklich drin ist. Es fehlt uns eigentlich tatsächlich nur noch Magma. Magma meine ich, ja. Nice. Habe ich falsch gesehen. Wenn wir das noch ziehen, dann hätten wir alle X-Karten aus dem Set gezogen. 7 Stück jetzt insgesamt. Lol. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir aus dem 100er Opening gefühlt fast alle X-Karten ziehen. Sceptile und ein Skiddy. Das ist ja geil, ey. Holy shit. Oh, ein Shuffle Pack. Die Energie irgendwas. Hey. Ja, ey. So, ein paar Booster haben wir noch, nicht mehr viele. Guck mal, aber das, also wenn wir das jetzt wirklich schaffen würden, das würde ich jetzt übelst abfeiern. Pokénuts hier am Start, sehr schön. Und die Lady Outing ist am Start. Oh, wollte ich gar nicht aufkappeln, aber ich hab einen Brain Lag. Error. Morgen schon wieder Freitag. Oh! Schöne Holung. Lazy Kill. Sind die da alle drei als Holo drin? Das weiß oder ich jetzt Gewalt auch nicht als Holo. Muss mal gucken. Es gibt die auf jeden Fall als Holo und Sceptile ist noch als Holo. Ah, okay, dann Gewaltro nicht. Doch, Gewaltro ja, aber. Doch, Gewaltro auch. Ja, ein Swampert haben wir ja auch schon gezogen. Ja, nice! Ey. Geil. Ich hoffe, ihr appreciated mal wieder so ein chiller Opening. Einfach wirklich uns mal eine halbe Stunde hinsetzen, mal wieder Packs aufreißen. Einfach mal wieder die Karten angucken. Ich denke mal, für sowas Besonderes ist das auch mal wieder ganz nett. Das sind halt einfach schöne Karten, ne? Ja, Mann. So, Magma. Gönn. Und nicht das, was wir wollten. Electrike. Das ist wirklich noch so ein Set, wo du sagen kannst, du kannst das Set vollkriegen, wenn du Booster aufmachst. Du kaufst dir Booster, bis du das Set voll hast. Das wäre möglich. Oh, nochmal Sneasel. Nice. Oh, und noch Fire Energy. Nice, sehr schön. Ist aber auch clean gewesen, die Energie. Ja, Mann. Und nochmal das Sneasel, Alter. Geil. X-Karten am laufenden Band. Als ob die Pull-Rate so gut war. Also man muss dazu sagen, wir haben die Random aus zwei Cases jetzt gesnackt. Das ist nett, würde ich mal sagen. Oh, nochmal eine. Ach nee, schade. Leider keine Basis-Energie. Die müssten theoretisch sogar noch spielbar sein. Ja. Ja. Die nicht. Ah, die Reverse Energies. Die sind nice. Die sind noch nice. Luciana. Nomo. Dann kommen wir jetzt gleich zu den letzten Packs, ja. Gönn. Luciana nochmal. Holo. Koffing. Schade. Sharpedo. Leider nichts mehr. Ich muss sagen, 7 Stück ist schon gar nicht so bad. Wenn du mal überlegst, guck mal, das wären jetzt, wenn du mal hochrechnest, quasi 50 normale Booster, 7 X-Karten, das ist schon viel mehr, als du normalerweise an Pull Rate hattest damals. So. Gönn die letzten beiden Booster noch. Komm jetzt, eine Holo vielleicht. Ich würde mal sagen. Ist noch ein Start. Ich mach jetzt hier mal bei den letzten Boostern Pack-Trick. Oha. Du kannst ja quasi die untersten beiden. Nee, Quatsch. Die obersten beiden nimmst du weg und machst du nach vorne. Und dann hast du quasi die potenzielle Holo oder X-Karte auf dem letzten Slot. Oh wow. Pass auf, okay. So, Wurmple. Shroomish. Makuhita. Das war's. Oh, noch eine Holo. Nice. Das war eine schöne Holo, muss ich sagen. Ja, Mann, sehr, sehr nice. Leute, ich würde sagen, wenn euch dieser Throwback gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Hat wow, sehr, sehr viel Spaß Fall. Gemacht. Vor allem mal die ganzen alten Artworks zu sehen. Und ja, wie gesagt, checkt gerne die Packs ab, die ihr die im Shop, wie gesagt, kaufen könnt. Die sind noch viel verfügbar, also gönnt euch die auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Absolut. Ciao.